Google Roller Coaster Tycoon 3 Parkbewertung steigern. So, ständig sehr hochhalten. Signal Roller Coaster Tycoon. Hier. Guck mal, oh, Limonade 1 ist gerade ausgefallen. Ganz schlecht. Dann gucken wir mal dort. Erstmal hallo, nur gleich 14.09 bin ich. Blablabla. Aus Problemen zu Parkbewertung kann ich nur sagen, dass ich mir aufgefallen das Ding in irgendeinem Stellen Mühe. Das heißt, mir das Signal interessiert, dass ich gleich eine Müllkehrung besorge. Mit den Werten. Also Müll. Gucken wir nochmal ganz schnell nach Müll. Hier ist Müll. Habe ich hier irgendwo eine Reinigungskraft eingestellt? Reinigungskraft? Reinigungskraft? Hallo? Ja, da fegt er doch. Dieser ja überall Müll. Ist ja doch mehr Müll als ich gedacht hatte. Ui. Ja, ich würde sagen, wir tun mal noch. Wir tun jetzt mal den Lohn ein bisschen erhöhen. Da werden sie sich freuen. Ne, Reinigungskraft möchte ich einstellen. Stellen wir hier noch eine neue Reinigungskraft ein. Und hier hin setzen wir noch einen hin. Und damit die zwei bei uns bleiben, kriegen sie oh, alle Bete mehr Lohn. Generell Lohnerhöhung mal auch für unseren Mechaniker. Warum haben wir mittlerweile eigentlich drei? Das ist eine gute Frage. Und als Gäste, das ist ein schwerer Beruf. Er kann gar nicht mehr kriegen. Und die kriegen jetzt auch alle mal ein bisschen Lohnerhöhung und dann müsste das eigentlich gut klappen, denke ich mal. Und, ich wollte hier gucken. Bist du ein Leser hier, also den Mauszeiger, länger als, halte mal den Maus in längerer Zeit auf der Zahl deiner Parkbewertung. Also längere Zeit draufhalten. Hilfe, Fenster. Mann, wenn dort eine dicke Minus zu Hause ist, die ganze Beschreibung dieses Zoll. Trocken. Was? Halte mal den Mauszeiger längerer Zeit auf der Zahl deiner Parkbewertung. Ich klicke jetzt gerade. Längere Zeit auf der Zahl der Parkbewertung. Ah, hier oben. Parkbewertung, Besucherzahl bis. Ausfallfreie Zeit. Abfall unterbrochenes, minus 200. Ah. Also ist doch Abfall unterbrochenes, was 200 minus bringt. Wenn ich 200 mehr hätte, wäre ich aber 800. Abfall unterbrochenes, minus 140. Ah. Erregung, Intensität in der Bahn. Besucherzahl. Zufrieden. Also, wenn ich weniger Ausfälle von den ganzen Geräten hätte, wäre es auch gut. Ist das Ding kaputt? Nee. Das heißt, also die Geräte müssen ja, wie heißt's? Störungsfreier werden. Den hinten, der ist das neue, den können wir alle 20 Minuten machen. So, dann dürfte das funktionieren. Halten wir nochmal drüber. Abfall unterbrochen ist 140. Na, also Reinigungskräfte ist halt wirklich unser Problem. Deswegen stellen wir uns noch eine Reinigungskraft ein, die kriegt auch mehr. So, wenn der Verhöhnlich mit einem Toiletten und Müll auf die Wege setzen, oder anders würde ich sagen, bauen wir Attraktion mit erhöhten Erregungsrate. Toiletten bauen wir zu hin. Ich baue sie hin einfach mal noch eine Toilette hin. Also sozusagen hier irgendwo. Hier vielleicht. So. Da bauen wir eine Toilette hin.
Gut. Und die eröffnen wir uns auch noch. Kostet natürlich nichts bei uns. Die Toiletten sind natürlich alle kostenlos. Und dann müsste das vielleicht auch ein bisschen sinken. Dann Erregungsintensiv in der Bahn. Wenn ich jetzt eine Bahn hinbaue, die einfach geil ist. Und die auch noch dazu passt hier vielleicht. Gucken wir mal, was es so gibt. Kettenkarussell. Piratenschiff, Rodeo-Stier. Rote Worte, Rundbahn, Schnellboot, Spinnen, Hangar, Twister, Wahnsinn, Zipports, Wirbler. Doppelte Überkopfschwingbahn. Schwingender Teppich. Freefall Tower. Freefall Tower ist immer gut. Den setzen wir hier hinten hin. Also einfach ein Grund damit. So, natürlich. Wie hoch bauen wir den denn? Reicht. Gehen wir nochmal in den Testbetrieb. Und in der Zwischenzeit bauen wir das und das hin. Grün. Hier will ich noch ganz schnell was anderes machen. Zack. Und da kommt sowas hin. Weil das andere interessiert ja eh keinen nachher. So, ich sehe hier Dreck. Also stellen wir hier noch eine Putzkraft ein. So. Gemeinsam gegen den Dreck sozusagen. Was bringt denn da eigentlich so für eine Erregungsbewertung mit? Also wie zu so. In Übelkeitsbewertung. Na gut, das geht auch. Sind wir bei 762. Wenn jetzt noch der ganze Dreck und alles. Oh, das geht ja alles weg. Bürger 1 ist gerade ausgefallen. Ah, sind wir gut. Kann ich nur das hier oben wegmachen. Läuft die Tonaufnahme noch? Sehr gut, die läuft. Wie? Wir sind schon wieder bei 47 Minuten. Eieiei. So lange wollte ich gar nicht aufnehmen. Ist aber gut, habe ich genug Folgen. Okay, das hier passt. Hier hin ist noch sehr dreckig. Hier um die Ecke rum. Hier setzen wir auch noch so einen Reinigungskraft hin. Ganz einfach so, zack, bumm. Die letzten zwei Reinigungskräfte kriegen noch eine Lohnerhöhung. Oder haben die schon? Ne, der hat noch nicht. Noch nicht. So. Die fegen also auch. Die fegen ja die Schienen. Ich sehe das nicht ein, dass hier irgendwelche Ballons rumschweben. Also, mal ganz ehrlich. Was sind wir denn hier? Das Schlaraffenland oder was? Wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Das reicht vielleicht noch für eine Kinderbahn. Ich würde nämlich gerne diese Spiralkleidbahn hier bauen. Am liebsten irgendwo hier hin. So, so. Wäre mir das ganz herzallerliebsten. So, so. Eröffnen. Passt. Bringt vielleicht auch noch was. Also, genau ist ja nichts, aber bringt vielleicht doch noch was. So. Jetzt, nächsten, wir haben jetzt Mai, Juni, Juli, August sozusagen. Und die Zahl steigt. Also, es gefällt ihnen. Ach man, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, ich bin so glücklich. Und es steigt. Ja, es ist schon ein bisschen Dreck im Park, ist schon scheiße. Ich will ja hier daheim, habe ich ja auch. Ja, ich habe vielleicht. Also, ein bisschen Dreck im Park ist scheiße. Also, an öffentlichen Orten ist Dreck scheiße, ne? Daheim hat ja jeder eine andere Vorstellung von Dreck. Also, bei mir ist ja alles sauber. Oh, hat ja keiner meinen Gesichtsausdruck gerade gesehen. Ja. Gleich geht's weiter auf Philips.